interessant. Aber zuerst einmal, danke well, Harry Weinfort. Ich habe zwar kein Wort verstanden, aber es war eine richtig löke Sendung. Doch nun, liebe Zuschauer, meine Damen und Herren, geben Sie bitte Ihre mittlere Reife an der Garderobe ab, denn hier auf ZDF Neo folgt nun das dumme, dumme Neo-Magazin mit Jan Babomann. Neo-Magazin, Folge 5. Ja, 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 Rocco Jumbo. Heute mit Ross Anthony und Musik von Brandbrauer Frick. Und hier ist Ihr White Collar Digitalsparten-Zuhälter, Pascha Böhmermann. Hallo, herzlich willkommen beim Neo Magazin Ausgabe 5. Dankeschön, vielen Dank, sehr, sehr freundlich, sehr, sehr lieb. Hallihallo, herzlich willkommen zur Neo Magazin Ausgabe Nummer 5. Ganz kurz einmal. Oh, es ist draußen kalt. Ist es kalt draußen? Es wird Herbst. Und deswegen haben wir heute Gäste, die ihr Herz wärmen heute beim Neo Magazin. Zu Gast der einzigartige, unvergleichliche Erfinder des Musicals und bester Sänger aller Zeiten, Ross Anthony ist zu Gast. Und Live-Musik von Brandbrauer Frick. Und viele warten schon sehnsüchtig darauf. Das ist der Moment, bei dem die meisten Leute einschalten. Was ist der, die oder das Hashtag der Woche? Unser Hashtag der Woche ist diese Woche Bitchmove. Hashtag Bitchmove. Hashtag Bitchmove. Und ich muss direkt mit einem ernsten Thema zu Beginn anfangen. Es läuft nicht alles rund beim Neo-Magazin. Wir haben zwar gigantische Quoten und 10 Millionen Menschen und wir haben ganz, ganz tolle, treue Fans. Und diese tollen, treuen Fans nutzen aus, dass ich ein Feedback-Künstler bin. Man kann mir schreiben über Twitter, Hashtag Bitchmove, oder wenn man ein bisschen dümmer ist, auch gerne bei Facebook. Und als Feedback-Künstler nehme ich natürlich alle Anregungen ernst, auch wenn sie per Post kommen. Ein treuer Fan namens Stefan hat einen Brief geschrieben. Das ist der Brief. Stefan aus Mainz hat den Brief geschrieben. Und er schreibt, und das nehme ich wirklich sehr, sehr ernst, Folgendes. Lieber Joko, ich finde deine neue Sendung Neo Magazin fast so gut wie Inka, den ZDF Fernsehgarten und alles von und mit Ingo Nomsen. Auch du bist fast schon so cool wie Marco Schreil. Weiter so. Leider kacken deine Scheiß-Gags am Anfang immer ein bisschen ab. Ich habe darum einen coolen Tipp für dich. Mach doch einfach weiter Radio, du Arschloch. Oder besorg dir wenigstens einen Sidekick. Sieh's mal, Neo, dein treuer Zuschauer Stefan. Vielen Dank, ganz, ganz lieben Dank, Stefan. Ich nehme Feedback sehr, sehr ernst und freue mich, dass du dich gemeldet hast bei mir und habe mir diese Idee ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Und warum nicht? Warum nicht einfach mal nach 5 Sendungen einfach alles ändern? Es ist nicht so, dass es ein lang angelegter Plan wäre, ihn als Sidekick in dieser Show zu installieren. Aber wir machen es heute einfach mal ganz spontan und probieren es mal aus. Meine Damen und Herren, ein Trommelwirbel. Das Neo Magazin. Ja, das Neo Magazin hat einen Sidekick. Begrüßen Sie mit mir William Cohn! Hallo William. Weißt du, was ein Sidekick macht? Die Klappe halten. Nein, ganz im Gegenteil. Es entsteht manchmal ganz schwierige Stimmung nach den schlechten Gags, die ich am Anfang performe. Und da musst du einfach mir helfen, über diese Stimmung hinwegzukommen. Also einfach immer lachen. Einfach lachen, auch wenn es nicht lustig ist. Damit die Leute wissen, jetzt ist lustig. Ne? Wie bei Bully sucht Buddy oder macht Buddy. Sehr gut. Ja, aber es ist... Das ist nicht schlecht. Ja, vielleicht noch ein bisschen enthusiastischeres Lachen, einfach noch ein bisschen mehr, ein bisschen lauter. Ja, das war vielleicht jetzt eher so ein Hauptprogrammslachen. Das ist irgendwie, das wollen wir nicht. Wir müssen schon noch ein bisschen mit Anspruch und so ein bisschen, lach mal so 0,4% mäßig. Ja, sehr schön. Schön, dass du da bist, William. Wenn du auch Fragen, Nöte hast, was essen, trinken möchtest zwischendrin oder sowas, wir bringen dir gerne Hühnerfrikassee ans Pult, einfach Bescheid sagen. Ne? Danke. William,
Es hat sich was getan in Deutschland. Es hat ja jahrelang gedauert, bis die Große Koalition sich findet. Und jetzt ist es passiert, dass ich vorgestern, seit vorgestern haben wir eine Große Koalition. Seit vorgestern ist der Vertrag unterzeichnet. Wir sind wieder wer. Wir sind wieder stabil in Deutschland. Wir sind wieder leistungsfähig. Wir können wieder was. Und ich habe mir gedacht, das ist so ein großes Ereignis. Wir müssen zu Beginn der Sendung einfach dieses patriotische Gefühl, was den Vertragsabschluss der Koalition in mir auslöst. Wir müssen einfach mit allen Menschen vielleicht ganz kurz das Deutschlandlied singen, wenn das okay ist. Alle drei Strophen. Also einfach die Nationalhymne. Fassen Sie sich ans Herz, meine Damen und Herren. Wir sind wieder handlungsfähig. Wir haben einen Bundestag, wir haben eine Bundesregierung. Stehen Sie auf, das ist die Nationalhymne der Bundesrepublik Deutschland. Vielen Dank, Dankeschön. Diese Meldung hat mich so schockiert. Heidi Klum soll wieder schwanger sein, William. Wusstest du das? Nein. Heidi Klum soll wieder schwanger sein. Alle Welt rätselt, was wird es? Alle Welt rätselt, was wird es? Auf jeden Fall zu fett. Zu fett, zu fett, zu fett, zu fett. Not bad. Na, hoffentlich wird es ein Mädchen, dann kannst du in 6 Jahren in Mamas Show mitmachen. Wenn ich dann richtig gezählt habe, hat Heidi Klum dann 5 Kinder von 3 Männern. Da war noch kein Witz, William. Das war noch kein Witz. Wenn ich richtig gezählt habe, hat Heidi Klum dann 5 Kinder von 3 Männern. Damit ist sie offiziell nominiert für den Goldenen Wollny. Aber es ist gut, dass sie in Zeit gekabelt ist. Macht die Sendung viel, viel besser, auch inhaltlich. Weißt du, weiterhin scheiß Gags, aber es lacht halt wenigstens einer. Morgen ist der Tag der elektronischen Grußkarte. Selten hat Deutschland so gefeiert. Die E-Card wird 370 Jahre alt. E-Card nicht zu verwechseln. E-Card, elektronische Grußkarte, ist nicht zu verwechseln mit dem hier. Das ist eine elektronische Postkarte. Ne? Die E-Card ist eine animierte E-Mail. Hast du schon mal eine E-Mail geschrieben, William? Ist das das, wo man da tippen muss? Ja, ich genau, glaube, wo man dann Strick, Alt und Enf drücken muss und so. Ja. So manchmal versuche ich das, aber es geht meistens an die falsche Adresse. Die E-Card ist ja die moderne Art zu sagen, ich hasse dich. Ne? Ich musste eine E-Card schreiben, passend zum Tag der elektronischen Grußkarte, an Alice Schwarzer. Ich habe in der letzten Woche, und das war kein Scherz, das war keiner unserer schlechten Scherze, Alice Schwarzer als Gast angekündigt. Sie sollte heute hier kommen und Rede und Antwort stehen. Aber sie konnte nicht, sie ließ sich entschuldigen über ihre Redaktion von der Emma. Und ich gebe mal so im Wortlaut grob wieder, was die Entschuldigung war. Alice Schwarzer kann leider nicht in ihrer Sendung erscheinen, denn sie hat sie jetzt gerade zum ersten Mal gesehen und sich dagegen entschieden, doch hinzugehen. Hätten sie schreiben können, haben sie aber nicht. Stattdessen schreibt die Emma-Redaktion, Alice Schwarzer hat eine Knie-OP hinter sich und muss jetzt in der Reha ein paar Tage verbringen, sich ein bisschen zurückziehen, aus der Öffentlichkeit ein kleines bisschen kürzer treten. Und deswegen kann sie leider nicht den Weg aus Köln-Beintal hier hochkommen nach Köln-Ehrenfeld, die 4 Minuten. Und ich kann das verstehen, denn ich weiß, wo Alice Schwarzer ihre Rehabilitationsmaßnahmen durchgeführt hat, endlich mal fernab der Öffentlichkeit. Sie war vorgestern bei Maischberger. Wenn du sagst, ich habe Stress mit meiner Freundin, da habe ich keinen Bock drauf, da gehe ich einfach hin und sage, einmal umdrehen und einmal ins Gesicht spritzen, wie einer gesagt. Alles Gute, Alice Schwarzer, auf dass das Knie heilen möge und dass die Reha weiterhin so erfolgreich ist. Vielleicht sehen wir uns ja nächstes Jahr wieder im Neo-Magazin. Hast du Erfahrungen gemacht mit Alice Schwarzer? Ihr seid ja ungefähr eine Kragenweite, William, ihr seid ungefähr gleich alt. Nein, ich stehe nicht auf Blondinen, die so weit über ihr Ablaufdatum hinaus sind. Aber ja, William, das ist vielleicht, Sidekick ist ganz wichtig, erstmal sich zurückhalten mit eigenen Gags. Und wenn, dann welche, die mindestens genauso schlecht sind wie meine. Ich dachte immer bislang, unsere Zuschauer, die Zuschauer des Neo-Magazins, das sind so Nerds, irgendwie so Facebook, bekiffte Facebook-Junkies, die uns nur gucken, weil sie gerade keinen Bock haben, sich schon wieder einen runterzuholen. Aber das stimmt nicht. Das wirklich war unsere Marktforschungsabteilung, die ZDF-Neo-Marktforschungsabteilung, hat sich nächtelang im Sinusmilieu rumgetrieben und rausgefunden, die Zuschauer des Neo-Magazins sind zielstrebige Trendsetter. Ehrlich war, die Zuschauer des Neo-Magazins hat die Marktforschung rausbekommen, sind zielstrebiger Trendsetter. Wenn Sie jetzt das also sehen, Sie sind ein zielstrebiger Trendsetter. Sie sind nicht sehr viele, aber Sie sind zielstrebig und Trendsetter. Und warum sind wir so am Puls der Zeit? Weil wir einfach wissen, was gerade in Berlin-Mitte angesagt ist.
herzlich willkommen im Trendvulkan Mitte im Neo-Magazin. Das sind die heißesten Mitte-Trends in der 48. Kalenderwoche. Auf Platz 1, Straßenlaternen austreten. Ein echter Evergreen. Auf Platz 2, Meisenknödel in den Vollbart hängen. Ja, ja, das macht man in Berlin wieder, William. Meisenknödel, wenn es draußen kalt wird, die Meisen müssen was essen. Und auf Platz 3, die Friedrichshainer Embryo-Universität, frisch eröffnet in 9 Monaten zum Bachelor. Daumen hoch, das sind die Trends in Mitte. Der Look der Woche. So muss man diese Woche in Berlin Mitte aussehen, wenn man ein Boy ist. Oh, 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 ein Bär, eine lässige Strickjacke, ein Undercut, aber schon so ein bisschen rausgewachsen. Und wie muss man aussehen in der 48. Kalenderwoche in Berlin-Mitte, wenn man ein Girl ist? Hallo, hallo. Es ist der Casual-Look, es ist ein Beanie, aber nur angetäuscht. Und natürlich auch da Knitwear, Knitwear, Knitwear. Dezentes Make-up, keine Ohrringe und immer ein leicht verschämtes, gedemütigtes Lächeln im Gesicht. Das Jugendwort des Jahres 2013 ist Babo, das hat die hippe Teenie-Trendsetter-Redaktion des Langenscheid-Verlages unter ihren angesagten Leserinnen herausgefunden. Es lautet Babo, das Jugendwort des Jahres 2013. Und Jugendwörter des Jahres sind immer Spiegelbilder ihrer Zeit gewesen, schon seit Anbeginn aller Zeiten. Das sind die beliebtesten Jugendwörter der Menschheitsgeschichte. Im Jahr 13 Milliarden 700 vor Christus, Jugendwort des Jahres, Bam. Im Jahr 34 nach Christus im gelobten Land das Jugendwort des Jahres abhängen. Im Jahr 1491 Jugendwort des Jahres Indien, gefolgt vom Jugendwort des Jahres 1492. What the fuck? Jugendwort des Jahres in Deutschland 1914, like a boss. Gefolgt von 1918, owned. Was war 1918, William? 1918. Was war da? Da wurde Alice Schwarzer geboren. Sehr gut. Jugendwort des Jahres 1933. Again, like a boss. Gefolgt von 1945. Owned. Epic fail. Jugendwort des Jahres 1989. Mauerfail. Das waren die Jugendwörter der Weltgeschichte. Das war der Trendvulkan Mitte. Wupp, wupp. Es ist immer gut zu wissen, was gerade in Berlin Mitte angesagt ist. Und wir wissen es, denn wir sind zielstrebige Trendsetter hier im Neo-Magazin. Unser Hashtag der Woche lautet übrigens, nicht vergessen, Bitch-Move. Bitch, was heißt Bitch-Move, William? Alles Schwarze kommt nicht. Ja. Dafür kommt heute Ross Anthony und Musik von Brandbrauer Frick. Live, hier in dieser Sendung. Hashtag Bitch-Move. Seit Monaten steht Nazi-Braut Beate Zschäpe vor dem Münchner Oberlandesgericht im NSU-Prozess. Es war also nur noch eine Frage der Zeit, bis der NSU-Prozess und die Geschichte von Beate Zschäpe und den beiden Uwes endlich eine dramatische Interpretation erfahren. Sie haben es am Anfang der Sendung gesehen, 2014 startet im Zwickauer Musical Dome Beate Zschäpe das Musical unter der Regie von Rolf Lloyd Webber, einem entfernten Schwibschwager von Andrew Lloyd Webber. Unsere Kollegen von ZDF Neokultur waren exklusiv bei den Proben dabei. Und was Sie gesehen haben, da sind wir ehrlich, macht Lust auf mehr. Ein Bericht von Gotthilf Langenfried. Hallo, ich bin Rolf Lloyd Webber und das ist Beate Zschäpe, das Musical. Nazis haben echt verschissen, die NSU ist tot. Ich bin hier der Richter und jetzt wollen wir mal sehen, im Landgericht sitzt heute Beate. Emotionen pur, gepaart mit dem fetzigen Sound der Generation Hashtag. Beate Zschäpe das Musical. Der deutsch-kanadische Musical-Magier Rolf Lloyd Webber schafft es, den wichtigsten Neonazi-Prozess der deutschen Geschichte verstörend ehrlich und dabei doch ungemein kurzweilig zu inszenieren. Die Leute lieben Nazis, die Leute lieben Musik. Und wenn es eine Genre gibt, eine dramatische Genre, das sich dafür eignet, um dieses Prozess würdevoll auf eine Bühne zu bringen, es ist das Musical. Wir sind Herzstahl und Strom. Wir heißen wirklich so. Ma, 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 ma. Schweißtreibende Proben, denn die Story hat's in sich. Eine schweigsame Nazi-Konkubine im Spannungsfeld zwischen den beiden Uwes, ihren eifrigen Verteidigern und den zwerchfellerschütternd lustigen Strafverfolgungsbehörden. Musical-Arbeit am Limit. Stopp, ganz kurz, stopp, ganz kurz, aus, bitte, aus. Sag mal, Trixie, was ist das denn für eine Scheiße gewesen?
Wo ist? Ich sehe den Hitler nicht! Ich sehe den Hitler nicht! Verdammt nochmal! Ich sehe das gar nicht! Nochmal bitte, ja! Glitzer meets Methadon. Rolf Lloyd Webber gilt als der Hermann Göring der modernen Musiktheaterregie. Seine Muse Trixie Aumüller. Sie ist die Entdeckung des Stücks. Die Aumüller verleiht Beate Zschäpe eine sphinxhafte Anmut. Gänsehaut vorprogrammiert. Nazi. Ja, ich bin Neonazi. Lächelnd denk ich an ihn. Die Arbeit ist sehr emotional, hart, herzlich. Und, ja, es hat mich wahnsinnig berührt. Rollschuhe satt, opulente Traumkostüme in Strass. In einem Showprozess der Extraklasse. Starlight Express trifft heute Journal. Beate Zschäpe das Musical, ein Meilenstein im schwierigen Spannungsfeld zwischen U und E. Beate Zschäpe das Musical im Musical Dome Zwickau. 2014 ist es soweit. Ich freue mich auf Sie. Ihr Rolf Lloyd Webber. Das ist super! Super! Guck ich mir an. Beate Zschäpe, das Musical, präsentiert vom Neo Magazin. Unser heutiger Talkgast im Neo-Magazin ist nicht Ali Schwarzer, aber trotzdem bedarf er keiner großen Vorstellung. Sie kennen ihn von Broses, lieben ihn, weil er die gleiche Frisur hat wie Inka Bause. Er ist Mr. Sunshine, der Gewinner des ZDF Neo TV Lab, nicht zu vergessen. Und wir sind keine Musical-Sendung, aber er ist eine echte Musical-Legende. Und das ist sein aktuelles Album, Ross Anthony, meine neue Liebe. Hier ist Ross Anthony! Hi, Ross. Hey. Grüß dich. Hi, Jan Bohemian. Hi, Ross Anthony. Guck mal, passend mit Telefon. Ne? Du bist so dezent gekleidet. Das ist deine aktuelle CD, ja. Meine neue Liebe. Wer kommt auf die Idee, die immer diese Fotos? Die Fotos sind wirklich genial. Wer kommt auf solche Ideen? So zurückhaltend, so dezent inszeniert, einfach mal so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Wenn man immer so mit Mund auf lächelt und so, man verschwinden die Falten weg. Ne? Das ist das Schönste dran. Ah. Siehst du? Tolles Outfit, tolles Outfit. Ich hab dir eigentlich was mitgebracht, ne? Hast du das Harald Glückler von seinem toten Körper gerissen, oder warum? Ist das so schlimm? Nee, es ist schick. Es ist eigentlich sehr schön. Es passt heute zu der Sendung. Wenigstens habe ich ein bisschen Farbe reingebracht heute, ne? Wieso? Ja. Meinst du, weil ich ein bisschen... Schau dich erstmal an, ne? Ein bisschen dezent gekleidet. Ich muss mich erstmal entschuldigen. Wir hatten eigentlich zwei Gäste geplant. Wir müssen heute ein bisschen länger reden, ja, als üblich, weil Ali, ja, Schwarzer hat leider abgesagt. Oh, Ali. Hashtag Bitchmove. Wir können auch unser tolles Studio jetzt nicht ändern. Wir haben da einfach ein Bild über Ali Schwarzer drüber gemacht. Das muss reichen. Und auch, da muss ich mich direkt entschuldigen. Wir haben ja immer alle Gäste stellen wir vor mit dem Einspieler. Wir hatten nicht die Zeit, für dich einen extra Einspieler zu machen. Deswegen, okay, haben wir den einfach von Ali Schwarzer genommen und den notdürftig ein bisschen umgemuddelt. Das ist der Einspieler von Ross Anthony, unserem Gast heute. Wie am 3. Dezember 1942 in Wuppertal-Elberfeld geborene Bundesfeministin Ross Anthony ist Gründerin und Herausgeberin der Frauenzeitschrift Emma und der Kopf- bzw. Köpfin der Frauenbewegung bzw. Frauenbewegungen in Deutschland. Als uneheliche Kindin geboren, wuchs sie bei ihren Großelterinnen auf, besuchte später die Handelsschule, ging nach Paris, kam mit einem Sprachstipendium wieder zurück und jobbte hier als freier Journalist, nur um dann wieder nach Paris zu gehen, um da Psychologie und Soziologie zu studieren. Ross Anthony begann sich bereits früh für das schwache Geschlecht einzusetzen und fand dafür viele prominente Anhänger. Ihr nächstes toughes Ziel, die Prostitution abschaffen. Doch jetzt erstmal willkommen bei Jan Böhmermannin, der Woche für Woche erneut das kaputt macht, wofür Ross Anthony seit 50 Jahren kämpft. Ross Anthony, schön, dass du da bist. Das war auf jeden Fall ein Bitch-Move, ne? Das war total. Du,
du legst hier schon, Produkte auf den Tisch. Da möchte ich natürlich auch nicht hinterm Berg halten. Ich habe auch Produkte, die ich hier in der Sendung zeigen möchte. Du machst einen Schokoriegel hier, ne? Ich wollte eigentlich nur Schokolade mitbringen. Ach so, das ist ja nett. Natürlich von mir, aber du hast ein bisschen abgenommen die letzte Zeit. Was? Ich wollte, was? Dein linkes Ohr ist größer als dein rechtes Ohr. Ja. Ist das ein politisches Statement? Nein, überhaupt nicht. Ich habe das nur von meiner Mama geerbt. Ne? Ach wirklich? Guck mal, mein Ohr ist auch, welches ist größer bei mir? Eins ist auch größer, ne? Oh ja, doch. Ja. Mit einem die gleiche Familie oder was? Nee. Kann sein. Mit dem einen kann ich wackeln. Was? Ja, das sind die kleinen Dinge, die bei Neo die Leute zum Lachen bringen. Ne? Ross, du hast das ZDF Neo TV Lab gewonnen. Mit deiner Sendung Tohuwabohu. Wie ist es dazu gekommen? Tohuwabohu. Ja, ich muss es erstmal lernen. Ne? So hieß der, ein Kinderzirkus, in dem ich früher war, als Sechsjähriger. Tohuwabohu. Das ist eine Kindersendung, Sendung mit Kindern. Richtig, ne? Worum geht's in der Sendung? Eigentlich, wir bieten als prominente Kinder einen wahnsinnig tollen Tag an. Wir müssen natürlich immer was ausdenken. Und wir sind in Konkurrenz. Es gibt zwei Prominente und die haben die gleiche Kinder, so fünf Kinder. Und die genießen einen Tag mit den Kindern und machen was ganz Tolles. Und im Endeffekt müssen die Kinder entscheiden, wer am Englisch war am besten halt. Wann geht's los mit der Sendung? Wann wird die auf ZDF Neo zu sehen sein? Wir drehen Anfang nächstes Jahres und dann, ja. Es wird lustig, ne? Ja, so, ja. Ja, das ist nochmal nötig, dass bei ZDF Neo mal was Lustiges passiert. Es sind ja viele Sendungen, die es versuchen, aber nicht hinbekommen. Ich finde diese Kameraeinstellung so komisch, ne? Man sieht immer die Seite von mir. Du bist so eitel, Ross. Ich bin total eitel. Ach, jetzt ärgert mich das schon, dass Ali Schwarzer nicht hier ist. Warum? Irgendwie, ich weiß auch nicht. Es ist eine kleine Tragödie. Ich finde, weißt du, sie wäre die erste Frau gewesen. Sie wäre die erste Frau gewesen. Frau? Ja, wir haben nur Männer gehabt, außer Gina Lisa, aber die zählt nicht. Ja, wirklich, die zählt echt nicht. Sie wäre die erste Frau gewesen und sie wäre auch die letzte Frau gewesen, aber es ist schon eine Tragödie, dass sie nicht da ist. Weißt? Manchmal wünsche ich mir, ich wäre so ein Musical-Darsteller wie du. Wirklich? Weil Musical-Darsteller, die können einfach, wenn die Gefühle haben, können die einfach ihre Gefühle singen. Die brauchen einfach nur Playback, da muss einfach nur Musik laufen. Ja. Yeah. Sowas einfach, und dann können die einfach singen Sachen wie zum Beispiel sowas wie So here I stand on the edge of the night with nothing in my life, no one to love me. I keep trying to be somebody, but nobody listens, nobody listens. And the pain won't go away, it opens up the door to yesterday. I thought she'd be the first, I thought she'd be the last. But time is in control, my love. And the die is cast, and the die is cast. Tragedy, when the fear's gone, can't go on. It's tragedy, when the morning cries and you don't know why. It's hard to bear, with no one to love you, you're going nowhere. Tragedy, when you lose control and you got no soul. It's tragedy, when the morning cries and you don't know why. It's hard to bear, with no one to love you, you're going nowhere. You look for somebody, there's nobody there. The tragedy is that nobody cares. Musicals wäre nichts für dich. Aber man ist halt kein Musical-Darsteller. Ja, nee. Ich muss auch nicht vergessen, ich habe eine Ausbildung. Ne? Man muss es erstmal haben. Ross, du bist als Dschungelkönig beliebt geworden. Jetzt machst du Schlager? Du machst Schlager. Why? 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 Als ich erst nach Deutschland kam, 97, fand ich immer Schlager super. Und ich stehe dazu. Ich finde, wenn man sieht, wie das Publikum abgeht und wie das lieben und wie die Text kennen. Wenn ich natürlich Text nicht kenne, dann wenigstens mein Publikum kann das machen. Du musst keine Sorgen machen. Liest du das erst gerade, was ich singe? Nein, es sind Songs wie Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Siehst du das? Sieh's mal, Neo! Bei ZDF Kultur hat das nicht funktioniert.
Ross, wir sehen dich bei Tovabo, ZDF Neo. Ja. Das ist dein neues Album. Und kennst du Brandbrauer Frick? Ja, kenne ich. Ja? Ja, natürlich. Ist es aber komplett auf der anderen Seite des musikalischen Kosmos? Es ist total anderes Musik, aber die sind coole Jungs und ja. Das ist das aktuelle Album von Brandbrauer Frick. Es ist ein ironisches Cover. Brandbrauer Frick spielen jetzt zusammen mit Beaver von ihrem aktuellen Album Meine neue Liebe oder wie sie es nennen, Miami. Ein Song, der benannt wurde nach den Zuständen bei uns im Regieraum. Hier sind Brandbrauer Frick live und zum allerersten Mal mit einer Live-Performance, Musik-Performance überhaupt im Neo-Magazin. Was? Verwahrlosung, bitteschön! Verwahrlosung, Mann! Das Album Miami. Und jetzt bitte alle wieder einschalten für Bambule. Das war das Neo-Magazin von diesem Donnerstag. Bis nächste Woche dann zu Gast Frank Elstner, Brandbrauer Frick. Tschüss, bis nächste Woche. Ciao, vielen Dank. Dankeschön. Sind Frick, Trick und Dreck nicht die Neffen von Dagobert? Den sollten Sie doch einmal einladen hier in Böhmis Mango-Sendung. Dagobert. Naja, meine Damen und Herren, sehen Sie nun auf ZDF Neo Johannas knallrote Knotenschule. Zuvor aber noch schnell ein paar private Kleinanzeigen. Hallo, ich bin Marcel Magic, der Studiomeister vom Neo Magazin und ich möchte heute meinen T4 verkaufen. Da sind 102 Pferdchen unter der Haube, die raushauen. 4650 VB.
Hi, ich bin DJ Böbi, Deutschlands erster Grußkarten-DJ. Du kannst mich buchen für deine Party. Come on and dance it. Ich bin Martin, Level 2000 Nachtelf mit Spezialisierung Nebelwirker. Bist du auch gerne ein Charakter, sprichst fließend Klingonisch und suchst einen starken Beschützer für Reisen nach Aventurien? Dann will ich um dich kämpfen. Schicke einen Botenraben an 110@zdfneo.de. Bitte nur ernst gemeinte Zuschriften. Als freier Journalist, nur um dann wieder nach Paris zu gehen, um da Psychologie und Soziologie zu studieren. Ross Anthony begann sich bereits früh für das schwache Geschlecht einzusetzen und fand dafür viele prominente Anhänger. Ihr nächstes toughes Ziel, die Prostitution abschaffen. Doch jetzt erstmal willkommen bei Jan Böhmermannin, der Woche für Woche erneut das kaputt macht, wofür Ross Anthony seit 50 Jahren kämpft. Ross Anthony, schön, dass du da bist. Das war in jedem Fall ein Bitch-Move, ne? Das war total. Du legst hier schon, Produkte auf den Tisch, da möchte ich natürlich auch nicht hinterm Berg halten. Ich habe auch Produkte, die ich hier in der Sendung zeigen möchte. Du machst einen Schokoriegel hier, ne? Ich wollte eigentlich nur Schokolade mitbringen. Ach so, das ist ja nett. Natürlich von mir, aber du hast ein bisschen abgenommen die letzte Zeit. Was? Dein linkes Ohr ist größer als dein rechtes Ohr. Ja. Ist das ein politisches Statement? Nein, überhaupt nicht. Ich habe das nur von meiner Mama geerbt. Ne? Ach wirklich? Guck mal, mein Ohr ist auch, welches ist größer bei mir? Eins ist auch größer, ne? Oh ja, doch. Ja. Ist einfach die gleiche Familie oder was? Nee. Kann sein. Mit dem einen kann ich wackeln. Was? Ja, das sind die kleinen Dinge, die bei Neo die Leute zum Lachen bringen. Ne? Ross, du hast das ZDF Neo TV Lab gewonnen. Mit deiner Sendung Tohuwabohu. Wie ist es dazu gekommen? Tohuwabohu. Ja, du musst es erstmal lernen. Ne? So hieß der, ein Kinderzirkus, in dem ich früher war, als Sechsjähriger. Tohuwabohu. Das ist eine Kindersendung, Sendung mit Kindern. Richtig, ne? Worum geht's in der Sendung? Eigentlich, wir bieten als prominente Kinder einen wahnsinnig tollen Tag an. Wir müssen natürlich immer was ausdenken. Und wir sind in Konkurrenz. Es gibt zwei Prominente und die haben die gleiche Kinder, so fünf Kinder. Und die genießen einen Tag mit den Kindern und machen was ganz Tolles. Und im Endeffekt müssen die Kinder entscheiden, wer am Englisch war am besten halt. Wann geht's los mit der Sendung? Wann wird die auf ZDF Neo zu sehen sein? Wir drehen Anfang nächstes Jahres und dann, ja. Es wird lustig, ne? Ja, das ist nochmal nötig, dass bei ZDF Neo mal was Lustiges passiert. Sind ja viele Sendungen, die es versuchen, aber nicht hinbekommen. Ich finde diese Kameraeinstellung so komisch, ne? Man sieht immer die Seite von mir. Du bist so eitel, Ross. Ich bin total eitel. Ach, jetzt ärgert mich das schon, dass Ali Schwarzer nicht hier ist. Warum? Ich weiß auch nicht. Es ist eine kleine Tragödie. Ich finde, weißt du, sie wär die erste Frau gewesen. Sie wäre die erste Frau gewesen. Frau? Ja, wir haben nur Männer gehabt, außer Gina Lisa, aber die zählt nicht. Ja, wirklich, die zählt echt nicht. Sie wäre die erste Frau gewesen und sie wäre auch die letzte Frau gewesen, aber es ist schon eine Tragödie, dass sie nicht da ist. Weißt? Manchmal wünsche ich mir, ich wäre so ein Musical-Darsteller wie du. Wirklich? Weil Musical-Darsteller, die können einfach, wenn die Gefühle haben, können die einfach ihre Gefühle singen. Die brauchen einfach nur Playback, da muss einfach nur Musik laufen. Ja. Yeah. Sowas einfach, und dann können die einfach singen Sachen wie zum Beispiel sowas wie: So here I stand on the edge of the night with nothing in my life, no one to love me. I keep trying to be soft. Unsere Reife an der Garderobe ab, denn hier auf ZDF Neo folgt nun das dumme, dumme Neo-Magazin mit Jan Babomann. Neo-Magazin, Folge 5. Ja, 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 Rocco Jumbo. Heute mit Ross Anthony und Musik von Brandgrauer Frick. Und hier ist ihr White-Collar-Digital-Spartenzuhälter, Pascha Böhmermann. Hallo, herzlich willkommen beim Neo Magazin Ausgabe
5. Dankeschön, vielen Dank. Sehr, sehr freundlich, sehr, sehr lieb. Hallihallo, herzlich willkommen zur Neo-Magazin-Ausgabe Nummer 5. Ganz kurz einmal. Oh, es ist draußen kalt. Ist es kalt draußen? Es wird Herbst. Und deswegen haben wir heute Gäste, die ihr Herz wärmen. Heute beim Neo-Magazin zu Gast der einzigartige, unvergleichliche Erfinder des Musicals und bester Sänger aller Zeiten, Ross Anthony ist zu Gast. Und Live-Musik von Brandt, Brauer, Frick. Und viele warten schon sehnsüchtig darauf. Das ist der Moment, bei dem die meisten Leute einschalten. Was ist der, die oder das Hashtag der Woche? Unser Hashtag der Woche ist diese Woche Bitchmove. Hashtag Bitchmove. Hashtag Bitchmove. Und ich muss direkt mit einem ernsten Thema zu Beginn anfangen. Es läuft nicht alles rund beim Neo-Magazin. Wir haben zwar gigantische Quoten und 10 Millionen Menschen und wir haben ganz, ganz tolle, treue Fans. Und diese tollen, treuen Fans nutzen aus, dass ich ein Feedback-Künstler bin. Man kann mir schreiben über Twitter, Hashtag Bitchmove, oder wenn man ein bisschen dümmer ist, auch gerne bei Facebook. Und als Feedback-Künstler nehme ich natürlich alle Anregungen ernst, auch wenn sie per Post kommen. Ein treuer Fan namens Stefan hat einen Brief geschrieben. Das ist der Brief. Stefan aus Mainz hat den Brief geschrieben. Und er schreibt, und das nehme ich wirklich sehr, sehr ernst, Folgendes. Lieber Joko, ich finde deine neue Sendung Neo Magazin fast so gut wie Inka, den ZDF Fernsehgarten und alles von und mit Ingo Nomsen. Auch du bist fast schon so cool wie Marco Schreil. Weiter so. Leider kacken deine Scheiß-Gags am Anfang immer ein bisschen ab. Ich habe darum einen coolen Tipp für dich. Mach doch einfach weiter Radio, du Arschloch. Oder besorg dir wenigstens einen Sidekick. Sieh's mal, Neo, dein treuer Zuschauer Stefan. Vielen Dank, ganz, ganz lieben Dank, Stefan. Ich nehme Feedback sehr, sehr ernst und freue mich, dass du dich gemeldet hast bei mir und habe mir diese Idee ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Und warum nicht? Warum nicht einfach mal nach 5 Sendungen einfach alles ändern? Es ist nicht so, dass es... So, man verschwinden die Falten weg, ne? Das ist das Schönste dran. Ah. Siehst du? Tolles Outfit, tolles Outfit. Ich habe dir eigentlich was mitgebracht, ne? Hast du das Harald Glöckler von seinem toten Körper gerissen oder warum... Ist das so schlimm? Nee, es ist schick. Es ist passt heute zu der Sendung. Wenigstens habe ich ein bisschen Farbe reingebracht heute. Ne? Wieso? Weil, ja. Meinst du, weil ich ein bisschen... Schau dich erstmal an, ne? Ein bisschen dezent gekleidet. Ja. Ich muss mich erstmal entschuldigen. Wir hatten eigentlich 2 Gäste geplant. Wir müssen heute ein bisschen länger reden, ja, als üblich, weil Ali, ja, Schwarzer hat leider abgesagt. Oh, Ali. Hashtag Bitchmove. Wir können auch unser tolles Studio jetzt nicht ändern. Wir haben da einfach ein Bild über Ali Schwarzer drüber gemacht. Das muss reichen. Und auch, da muss ich mich direkt entschuldigen, wir haben ja immer alle Gäste, stellen wir vor, mit einem Einspieler. Wir hatten nicht die Zeit, für dich einen extra Einspieler zu machen. Deswegen, okay, haben wir den einfach von Ali Schwarzer genommen und den notdürftig ein bisschen umgemuddelt. Das ist der Einspieler von Ross Anthony, unserem Gast heute. Wie am 3. Dezember 1942 in Wuppertal-Elberfeld geborene Bundesfeministin Ross Anthony ist Gründerin und Herausgeberin der Frauenzeitschrift Emma und der Kopf- bzw. Köpfin der Frauenbewegung bzw. Frauenbewegungen in Deutschland. Als uneheliche Kindin geboren, wuchs sie bei ihren Großelterinnen auf, besuchte später die Handelsschule, ging nach Paris, kam mit einem Sprachstipendium wieder zurück und jobbte hier als freier Journalist, nur um dann wieder nach Paris zu gehen, um da Psychologie und Soziologie zu studieren. Ross Anthony begann sich bereits früh für das schwache Geschlecht einzusetzen und fand dafür viele prominente Anhänger. Ihr nächstes toughes Ziel, die Prostitution abschaffen. Doch jetzt erstmal willkommen bei Jan Böhmermann, der Woche für Woche erneut das kaputt macht, wofür Ross Anthony seit 50 Jahren kämpft. Ross Anthony, schön, dass du da bist. Das war in jedem Fall ein Bitch-Move, ne? Das war ein total. Du legst hier schon Produkte auf den Tisch. Da möchte ich natürlich auch nicht hinterm Berg halten. Ich habe auch Produkte, die ich hier in der Sendung zeigen möchte. Du machst einen Schokoriegel hier, ne? Ich wollte eigentlich nur Schokolade mitbringen. Ach so, das ist ja nett. Natürlich von mir, aber du hast ein bisschen abgenommen die letzte Zeit. Was? Ich wollte, was? Dein linkes Ohr ist größer als dein rechtes Ohr. Ja. Ist das ein politisches Statement? Nein, überhaupt nicht. Ich habe das nur von meiner Mama geerbt. Ne? Ach wirklich? Guck mal, mein Ohr ist auch. Welches ist größer bei mir? Eins ist auch größer, ne? Oh ja, doch. Ja. Sind wir die gleiche Familie oder was? Nee. Kann sein. Mit dem einen kann ich wackeln. Was? Ja, das sind die kleinen Dinge, die bei Neo die Leute zum Lachen bringen. Ne? Nee, Ross, du hast das ZDF Neo TV Lab gewonnen. Mit deiner Sendung Tohuwabohu. Wie ist es dazu gekommen? Tohuwabohu.
Tohuwabohu. Ja, er muss es erstmal lernen. Ne? So hieß der ein Kinderzirkus, in dem ich früher war, als Sechsjähriger. Tohuwabohu. Das ist eine Kindersendung, Sendung mit Kindern. Richtig, ne? Worum geht's in der Sendung? Eigentlich, suche ich das, aber es geht meistens an die falsche Adresse. Ich hätte. Die E-Card ist ja die moderne Art zu sagen, ich hasse dich. Ne? Ich musste eine E-Card schreiben, passend zum Tag der elektronischen Grußkarte, an Alice Schwarzer. Ich habe in der letzten Woche, und das war kein Scherz, das war keiner unserer schlechten Scherze, Alice Schwarzer als Gast angekündigt. Sie sollte heute hier kommen und Rede und Antwort stehen, aber sie konnte nicht. Sie ließ sich entschuldigen über ihre Redaktion von der Emma. Und ich gebe mal so im Wortlaut grob wieder, was die Entschuldigung war. Alice Schwarzer kann leider nicht in ihrer Sendung erscheinen, denn sie hat sie jetzt gerade zum ersten Mal gesehen und sich dagegen entschieden, doch hinzugehen. Hätten sie schreiben können, haben sie aber nicht. Stattdessen schreibt die Emma-Redaktion, Alice Schwarzer hat eine Knie-OP hinter sich und muss jetzt in der Reha ein paar Tage verbringen, sich ein bisschen zurückziehen, aus der Öffentlichkeit ein kleines bisschen kürzer treten. Und deswegen kann sie leider nicht den Weg aus Köln-Beintal hier hochkommen nach Köln-Ehrenfeld, die 4 Minuten. Und ich kann das verstehen, denn ich weiß, wo Alice Schwarzer ihre Rehabilitationsmaßnahmen durchgeführt hat. Endlich mal fernab der Öffentlichkeit. Sie war vorgestern bei Maischberger. Wenn du sagst, ich habe Stress mit meiner Freundin, da habe ich keinen Bock drauf, da gehe ich einfach hin und sage einmal umdrehen und einmal ins Gesicht spritzen, wie einer gesagt. Alles Gute, Alice Schwarzer, auf dass das Knie heilen möge und dass die Reha weiterhin so erfolgreich ist. Vielleicht sehen wir uns ja nächstes Jahr wieder im Neo-Magazin. Hast du Erfahrungen gemacht mit Alice Schwarzer? Ihr seid ja ungefähr eine Kragenweite, Willi, ihr seid ungefähr gleich alt. Nein, ich stehe nicht auf Blondinen, die so weit über ihr Ablaufdatum hinaus sind. Aber ja, William, das ist vielleicht, Sidekick ist ganz wichtig, erstmal sich zurückhalten mit eigenen Gags. Und wenn dann welche, die mindestens genauso schlecht sind wie meine. Ich dachte immer bislang, unsere Zuschauer, die Zuschauer des Neo-Magazins, das sind so Nerds, irgendwie so Facebook, bekiffte Facebook-Junkies, die uns nur gucken, weil sie gerade keinen Bock haben, sich schon wieder einen runterzuholen. Aber das stimmt nicht. Das wirklich war unsere Marktforschungsabteilung, die ZDF-Neo-Marktforschungsabteilung, hat sich nächtelang im Sinusmilieu rumgetrieben und rausgefunden, die Zuschauer des Neo-Magazins sind zielstrebige Trendsetter. Ehrlich war, die Zuschauer des Neo-Magazins hat die Marktforschung rausbekommen, sind zielstrebiger Trendsetter. Wenn Sie jetzt das also sehen, Sie sind ein zielstrebiger Trendsetter. Sie sind nicht sehr viele, aber Sie sind zielstrebig und Trendsetter. Und warum sind wir so am Puls der Zeit? Weil wir einfach wissen, was gerade in Berlin-Mitte angesagt ist. Herzlich willkommen im Trendvulkan Mitte im Neo Magazin. Das sind die heißesten Mitte-Trends in der 48. Kalenderwoche. Auf Platz 1, Straßenlaternen austreten. Ein echter Evergreen. Auf Platz 2, Meisenknödel in den Vollbart hängen. Ja, das macht man in Berlin wieder, William. Meisenknödel, wenn es draußen kalt wird, die Meisen müssen was essen. Und auf Platz 3, die Friedrichshainer Embryo-Universität, frisch eröffnet in 9 Monaten zum Bachelor. Daumen hoch, das sind die Trends in Mitte. Der Look der Woche. So muss man diese Woche in Berlin Mitte aussehen, wenn man ein Boy ist. Du bist also als Dschungelkönig beliebt geworden. Jetzt machst du Schlager? Sorry, du machst Schlager. Why? Als ich erst nach Deutschland kam, 97, fand ich immer Schlager super. Und ich stehe dazu. Ich finde, wenn man sieht, wie das Publikum abgeht und wie das lieben und wie die Text kennen. Wenn ich natürlich Text nicht kenne, dann wenigstens mein Publikum kann das machen. Du musst keine Sorgen machen. Liest du das erst gerade, was ich singe? Nein, ich, das sind Songs wie Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Siehst das? Siehst mal Neo. Bei ZDF Kultur hat das nicht funktioniert. Ross, wir sehen dich bei Tohuwabohu, ZDF Neo. Ja. Das ist dein neues Album. Und kennst du Brandbrauer Frick? Ja, kenne ich. Ja? Ja, natürlich. Ist es aber komplett auf der anderen Seite des musikalischen Kosmos? Es ist total anderes Musik, aber sie sind coole Jungs und ja. Das ist das aktuelle Album von Brandbrauer Frick. Es ist ein ironisches Cover. Brandbrauer Frick spielen jetzt zusammen mit Beaver von ihrem aktuellen Album Meine neue Liebe oder wie sie es nennen, Miami. Ein Song, der benannt wurde nach den Zuständen bei uns im Regieraum. Hier sind Brandbrauer Frick live und zum allerersten Mal mit einer Live-Performance, Musik-Performance überhaupt im Neo-Magazin. Was? Verwahrlosung, bitteschön! Verwahrlosung, Mann!
elektronische Grußkarte ist nicht zu verwechseln mit dem hier. Das ist eine elektronische Postkarte. Ne? Die E-Kite ist eine animierte E-Mail. Hast du schon mal eine E-Mail geschrieben, William? Ist das das, wo man da tippen muss? Ja, ich genau, glaube, wo man dann Strick, Alt und Enf drücken muss und so. Ja. So manchmal versuche ich das, aber es geht meistens an die falsche Adresse. Die E-Card ist ja die moderne Art zu sagen, ich hasse dich. Ne? Ich musste eine E-Card schreiben, passend zum Tag der elektronischen Grußkarte, an Alice Schwarzer. Ich habe in der letzten Woche, und das war kein Scherz, das war keiner unserer schlechten Scherze, Alice Schwarzer als Gast angekündigt. Sie sollte heute hier kommen und Rede und Antwort stehen, aber sie konnte nicht. Sie ließ sich entschuldigen über ihre Redaktion von der Emma. Und ich gebe mal so im Wortlaut grob wieder, was die Entschuldigung war. Alice Schwarzer kann leider nicht in ihrer Sendung erscheinen, denn sie hat sie jetzt gerade zum ersten Mal gesehen und sich dagegen entschieden, doch hinzugehen. Hätten sie schreiben können, haben sie aber nicht. Stattdessen schreibt die Emma-Redaktion, Alice Schwarzer hat eine Knie-OP hinter sich und muss jetzt in der Reha ein paar Tage verbringen, sich ein bisschen zurückziehen, aus der Öffentlichkeit ein kleines bisschen kürzer treten. Und deswegen kann sie leider nicht den Weg aus Köln-Beintal hier hochkommen nach Köln-Ehrenfeld, die 4 Minuten. Und ich kann das verstehen, denn ich weiß, wo Alice Schwarzer ihre Rehabilitationsmaßnahmen durchgeführt hat, endlich mal fernab der Öffentlichkeit. Sie war vorgestern bei Maischberger. Wenn du sagst, ich habe Stress mit meiner Freundin, da habe ich keinen Bock drauf, da gehe ich einfach hin und sag einmal umdrehen und einmal ins Gesicht spritzen, wie einer gesagt. Alles Gute, Alice Schwarzer, auf dass das Knie heilen möge und dass die Reha weiterhin so erfolgreich ist. Vielleicht sehen wir uns ja nächstes Jahr wieder im Neo-Magazin. Hast du Erfahrungen gemacht mit Alice Schwarzer? Ihr seid ja ungefähr eine Kragenweite, William, ihr seid ungefähr gleich alt. Nein, ich stehe nicht auf Blondinen, die so weit über ihr Ablaufdatum hinaus sind. Aber ja, William, das ist vielleicht, Sidekick ist ganz wichtig, erstmal sich zurückhalten mit eigenen Gags. Und wenn dann welche, die mindestens genauso schlecht sind wie meine. Ich dachte immer bislang, unsere Zuschauer, die Zuschauer des Neo-Magazins, das sind so Nerds, irgendwie so Facebook, bekiffte Facebook-Junkies, die uns nur gucken, weil sie gerade keinen Bock haben, sich schon wieder einen runterzuholen. Aber das stimmt nicht. Das wirklich war unsere Marktforschungsabteilung, die ZDF-Neo-Marktforschungsabteilung, hat sich nächtelang im Sinusmilieu rumgetrieben und rausgefunden, die Zuschauer des Neo-Magazins sind zielstrebige Trendsetter. Ehrlich war, die Zuschauer des Neo-Magazins hat die Marktforschung rausbekommen, sind zielstrebiger Trendsetter. Wenn Sie jetzt das also sehen, Sie sind ein zielstrebiger Trendsetter. Sie sind nicht sehr viele, aber Sie sind zielstrebig und Trendsetter. Und warum sind wir so am Puls der Zeit? Weil wir einfach wissen, was gerade in Berlin-Mitte angesagt ist. Herzlich willkommen im Trendvulkan Mitte im Neo Magazin. Das sind die heißesten Mitte-Trends in der 48. Kalenderwoche. Auf Platz 1, Straßenlaternen austreten. Ein echter Evergreen. Auf Platz 2, Meisenknödel in den Vollbart hängen. Ja, das macht man in Berlin wieder. Hat einen Sidekick. Begrüßen Sie mit mir William Cohn! Hallo William. Weißt du, was ein Sidekick macht? Die Klappe halten. Nein, ganz im Gegenteil. Es entsteht manchmal so ganz schwierige Stimmung nach den schlechten Gags, die ich am Anfang performe. Und da musst du einfach mir helfen, über diese Stimmung hinwegzukommen. Also einfach immer lachen. Einfach lachen, auch wenn es nicht lustig ist. Damit die Leute wissen, jetzt ist lustig. Ne? Wie bei Bully sucht Buddy oder macht Buddy. Sehr gut. Ja, aber es ist... Das ist nicht schlecht. Ja, vielleicht noch ein bisschen enthusiastischeres Lachen, einfach noch ein bisschen mehr, ein bisschen lauter. Ja, das war vielleicht jetzt eher so ein Hauptprogrammslachen. Das ist irgendwie, das wollen wir nicht. Wir müssen schon noch ein bisschen mit Anspruch und so ein bisschen. Lach mal so 0,4% mäßig. Ja, sehr schön. Schön, dass du da bist, William. Wenn du auch Fragen, Nöte hast, was essen, trinken möchtest zwischendrin oder sowas, wir bringen dir gerne Hühnerfrikassee ans Pult, einfach Bescheid sagen. Ne? Danke. William, es hat sich was getan in Deutschland. Es hat ja jahrelang gedauert, bis die Große Koalition sich findet. Und jetzt ist es passiert, dass seit vorgestern haben wir eine Große Koalition. Seit vorgestern ist der Vertrag unterzeichnet. Wir sind wieder wer. Wir sind wieder stabil in Deutschland. Wir sind wieder leistungsfähig. Wir können wieder was. Und ich habe mir gedacht, das ist so ein großes Ereignis. Wir müssen zu Beginn der Sendung einfach dieses patriotische Gefühl, was den Vertragsabschluss der Koalition in mir auslöst. Wir müssen einfach mit allen Menschen vielleicht ganz kurz das Deutschlandlied singen, wenn das okay ist. Alle 3 Strophen. Also einfach die Nationalhymne. Fassen Sie sich ans Herz, meine Damen und Herren. Wir sind wieder handlungsfähig. Wir haben einen Bundestag, wir haben eine Bundesregierung. Stehen Sie auf, das ist die Nationalhymne der Bundesrepublik Deutschland. Chaos, wissen, wer der Bambo ist. Ja. Harvey, ist da der Mambo und Ferrari sitzt Audi, aber
Hey. Ich hab ein Gangbang. Ihr wisst zwar, wer der Babo ist. Aber wisst ihr auch, wer die Mütter fickt? Vielen Dank. Dankeschön. Diese Meldung hat mich so schockiert. Heidi Klum soll wieder schwanger sein, William. Wusstest du das? Nein. Heidi Klum soll wieder schwanger sein. Dafür. Alle Welt rätselt, was wird es? Alle Welt rätselt, was wird es? Auf jeden Fall zu fett. Zu fett, zu fett, zu fett, zu fett. Not bad. Na, hoffentlich wird es ein Mädchen, dann kannst du in 6 Jahren in Mamas Show mitmachen. Wenn ich dann richtig gezählt habe, hat Heidi Klum dann 5 Kinder von 3 Männern.